Willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge von GTA 5 im Let's Show Format. Heute mit Trevor in seinem allerliebster aussehendsten Kleid. Es sieht auf jeden Fall unglaublich super aus und wir haben hier auch eine neue Errungenschaft. Die stand auf einmal hier neben unserem Wohnwagen, neben dem Wohnwagen von Trevor. Und ja, eigentlich wollten wir ja heute die Jagdmission mal langsam angehen, beziehungsweise eigentlich die zweite Fremde- und Freaks-Mission mit dem guten Cletus, dass wir dann endlich die Jagdmission freischalten. Aber nachdem wir die erste Fremde- und Freaks-Mission von Cletus gemacht haben, hat er sich leider noch nicht per SMS gemeldet. Er wollte es machen, hat aber leider noch nicht und ich habe jetzt ein bisschen gewartet und so. Aber jetzt machen wir einfach erstmal was anderes und fahren hier ein bisschen durch Sandy Shores mit diesem super geil aussehenden Gefährt, Nagasaki Blazer Geländewagen. Und ja, machen wir heute mal wieder eine Spaßfolge, aber wir werden dann auch in den nächsten Folgen mal wieder einige Nebenmissionen angehen. Ich habe da auf jeden Fall noch einige gefunden und da hinten ist zum Beispiel ein interessanter Ort. Da fahren wir jetzt einfach mal hin und gucken wir mal einfach, was wir in der heutigen Folge machen. Also wir planen das heute dann mal nicht. Vielleicht meldet der sich ja auch gleich, der Cletus, ich weiß es nicht. Es kann jetzt gleich sein, es kann aber auch noch länger dauern, deswegen einfach jetzt mal diese Überbrückungsfolge. Naja, es ist immer so ein bisschen blöd bei GTA, man weiß halt nie, wann passiert jetzt etwas. Wann melden die Typen sich denn? Wie fahren wir? Ach so, jetzt fahren wir hier gerade irgendwie total falsch. Aber es ist halt geländefähig und mit dem Kleid, ich wollte euch das nicht vorenthalten, das hat man ja nicht so oft an. Und dann mit den Tattoos und so, muss man auf jeden Fall mal zeigen. Wow, alter Schwede. Interessanter Ort. Hier waren wir doch schon mal gewesen, oder? Dann funktionierte das hier nicht. Komm, wir steigen jetzt hier mal ab. Ah, nee, wir sind mit dem Falschen hier wieder, ne? Ja, ja, genau, genau, genau. Ach, Mann, klar. Aber welche Farbe brauchten wir denn nochmal? Was waren das nochmal? Das war auch die falsche, oder? Ach komm, wir fahren da jetzt einfach auch nochmal hin. Jo? Ja, warum meldet der Cletus sich denn nicht? Das ist ein bisschen blöd wirklich jetzt. Nein! Hui! Zack! Wow, alter Schwede. Aber es sieht wirklich richtig geil aus, dieses Gefährt. Ja, 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 ja. Mit dem Kleid einfach genial auf jeden Fall. Wow, hier sind überall Steine. Ja. Krass. Nein! Bleib bitte stehen. Au! Ach, Trevor, das macht dir doch nichts. Alter, wir sollten nämlich auf den Hintern gucken. Oh Mann, ey. Das sieht so krass aus. Ich bin gar nicht irgendwo besoffen. Im Gebirge habe ich ihn angetroffen. Und da hat er das Kleid schon an. Also ich habe da wirklich rein gar nichts mit zu tun. Ich nehme das einfach nur auf. Ich hoffe, Trevor tötet mich dafür nicht. Wir müssen übrigens auch noch diesen Lieferwagen für die Mutter finden. Aber den habe ich jetzt ja noch nirgendwo gefunden. Nirgendwo habe ich den hier gesehen. Keine Ahnung, wo der sich gerade befindet. Wow, Alter. Das hatte ich gar nicht vorgehabt jetzt. Ich fahre immer so total schief. Aber das lässt sich eigentlich ganz gut steuern. Dieses, ja, Squad-ähnliche Gebilde. Sieht auf jeden Fall ein bisschen anders aus als hier so ein normaler. Habe ich jetzt Squad gesagt? Quad natürlich. Squad kannst du dir ein Battlefield zusammenstellen. So. Ach, der biegt auch nach links ab. So, mal gucken, ob wir denn jetzt hier wenigstens die Mission machen können. Wahrscheinlich wieder die falsche Farbe. Ich kann mir das einfach nicht merken, welche Farbe wir brauchen. Alter. What the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing. Right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing by it, old man. Old man? Old man! Fuck you, you creepy old motherfucker. Oh. That's right. I said it. Creepy. Old! Motherfucker! No! Jesus! Huh? No, come on! What? Sorry. Now, where were we exactly, get up, huh? Get up. Oh. We're sorry, man. We're Help sorry. Help! There's a guy with a gun! Alter Schwede, neutralisiere 25 Hinterwäldler. Ah!
Oh Gott, wo kommen die denn alle her? Boah, wir sind gerade wieder total im Rage-Modus. Erinnert mich ein bisschen an das mit den Clowns. Oh Mann. Nachladen, 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 Trevor. Boah, ist er gerade sauer. Alter, ist der gerade angry. Oh, wo schieße ich ihn gerade hin? Ich habe gerade gar keine Ahnung, wo ich hinschieße. Moment. Boah, wie viel der einfach aushält. Das ist gerade unglaublich. Wir sollten mal in Deckung gehen, oder? Krass einfach. Oh Mann. Oh Mann, da kommt schon wieder einer mit dem Auto. Nein! Krass. Nimm mich einfach hier. Komm, 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 Trevor. Boah, wie viel Hinterwäldler der gerade. Oh Mann. Ich feiere das gerade wieder. Ein bisschen. Sorry. Nein! Ah, fehlgeschlagen. Fuck, Trevor ist tot. Boah, krass, okay, ein bisschen besser vorbereiten. Ich glaube, wir haben auch noch andere Waffen. Versuchen wir einfach nochmal erneut. Oh, Mann. Was haben wir denn eigentlich an Waffen noch dabei? Moment, Moment. Ah, okay. Wobei? Nein, komm, nein. So. Oh. Oh, nein, 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 Trevor, 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 Trevor. Okay. Ja, dann hätten wir das auch schon geschafft. So, den hier. Und da hinten ist auch einer. Na komm, na komm. Na komm, zieh doch mal auf den. Wo kommen die denn alle her? Wie die schreien alle. Krass, ey, was er hier angefangen hat. Ja, man sollte sich nicht mit Trevor anlegen. Das endet nicht unbedingt gut. Oh, hinter uns. You insult me in my hometown. Alter, wie viele hier ankommen einfach. Das ist so krass. Müssen mal in Deckung gehen hier. Nein! Ach komm, schon wieder. Alter, das machen wir jetzt aber wirklich nochmal, ne? Das kann ja gar nicht sein. Wir müssen wirklich mal in Deckung ein bisschen gehen und die Granaten dann natürlich auch ein bisschen sinnvoll benutzen. Sonst wird das, glaube ich, nichts und es endet nicht so positiv. So, wir gehen jetzt mal irgendwo in Deckung. So, vielleicht hier. Finde ich ganz gut eigentlich die Idee. Das ist ja so ein bisschen Wellen überstehen wie in GTA Online, oder? Am I creepy now? Am I? Am I creepy now? Ja, bist du. Bist du auf jeden Fall. Na komm, ja, will noch einer? Hat einer noch nicht genug von mir? Na komm doch, Freundchen. What is this, a family reunion? Familientreffen. Oh, Mist. Jetzt aber. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen besser, oder? Mit Deckung nehmen. Auf jeden Fall. Ja, das übt schon mal ein bisschen für das Jagen hinterher. Nein, komm, gib doch. Oder so. Moment, ich benutze mal die Granaten kurz. Ja, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen hier aufgeräumt. Mal gucken, wie viele noch kommen. Ach komm, wir gehen nochmal hier wieder raus. Nein, nicht die Granate wegnehmen.
Ja, ein guter Nachbar. Ich glaube nicht so wirklich. I'm taking out the trash, Sandy Shores. Oh Gott. Boah, Mann. Na komm! Geschafft! Randal 1. Erledige 45 Gegner. Erledige 3 Gegner mit Kopfschüssen. Zerstöre 2 Fahrzeuge. 45 Gegner haben wir gar nicht geschafft, aber okay. War auf jeden Fall ganz lustig. Randale, da gibt es also mehrere. Randale 1 war das jetzt. Mann. Wo gibt es denn Randale 2 dann? Oh, krass. Hallo, könnte ich bitte Ihr Auto haben? Oder was auch immer das ist. Komm. Nee. Du hier. Dickerchen. Oh, Stärke haben wir gerade 80 jetzt erreicht. Was? Du fährst in mein Auto rein? Moment. Irgendwie nicht ganz funktioniert. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Geschwind. Können wir dann hier irgendwo dann noch... Haben wir jetzt die Polizei hinter? Ah, super. Die Polizei ist wieder hinter uns her. Wow! Hui! Krass! Oh, da kommt die Polizei. Boah, eigentlich ganz cool, der Schalldämpfer. Aber warum meldet sich Cletus einfach nicht? Nein! Da sind wir gestorben. Na, super. Ah, Cletus. Ich kriege irgendwie zu viel heute. Aber Randale ist ganz cool auf jeden Fall. Ach ja. Ich würde gerne wissen, wo die andere Randale-Mission ist. Ich glaube, es gibt sogar 5 Stück oder auf jeden Fall mehr als 2. So, jetzt sind wir hier wieder im Hospital. Da ist dann wieder unsere Polizistin, unsere Freundin, oder? Dann steht da doch. Ah doch, das ist die gar nicht, oder? Ja, jetzt haben wir wieder 5000 Ach guck mal, Verfolgungsjagd. 5000 verloren, ein bisschen blöd. Na so, haben wir denn hier nicht noch eine Randale-Mission? Was ist das denn da eigentlich? Ich glaube, da fahren wir auf jeden Fall jetzt nochmal hin, wenn wir nur das Auto kriegen. Jetzt müssen wir nur ein Auto finden. Was klauen uns hinten das? Genau. Oder hier, das hier. Komm, das nehmen wir uns. Gut, dass die Polizei das gerade gar nicht sieht. Und wir auch keinen Stern kriegen. Sehr gut. Oh, der wollte es gerade wieder zurückholen. Das Quad. Ich glaube, der verfolgt uns jetzt zu Fuß. Wow. Ah. Mist. Gar nicht so weit, oder? Nee. Das kriegen wir hin. Wir fahren einfach querfeld ein. Dann sind wir in einer Minute schon da. Fast. Ja. Ah, das macht schon Spaß, hier über die Hügel zu springen. Ja, komm. Fahr doch mal gerade. Fahr doch mal anständig. Trevor! Ha, querfeld ein. So, da sind wir fast da. Und wir werden wieder verfolgt, fast. Von so einer Katze oder so. Ja! Bam! ja, da sind wir dann. Ist das wieder eine Randale-Mission? Oder was machen wir jetzt hier? Was machen die denn da? Was machen die zwei da?
Я ничего не вижу, бой. Эй, передави документы. What? Паспорт давай, ебарь, мам. I don't fucking understand you. А, да ты по-английски не шаришь? Что за хуйня с тобой? Я говорю, паспорт покажи. Все вы нелегалы, как один. Ты под гражданским арестом, ты понял? Америка — страна возможностей, а я воспользуюсь возможностью послать тебя обратно через границу, откуда ты приперся. What? Very good, Joseph. Real fine. We'll make a civilian protector of our nation's borders from undesirable elements of you yet. Sorry, citizen, just a training exercise. Ah, okay. Well, I'm so glad that you patriots are out here defending this fine American desert sand. Well, thank you. When you could be in town fucking some girls and further destroying the gene pool. Hey, there's a real problem here. Да, люди, мотивированные необходимостью прокормить свои семьи, едут сюда работать по-черному за копейки и прут в эту страну. It's a disaster. And that's why we form the Civil Border Patrol. Wait. My Patriot meter's going off. Huh? Come on, both of you. We've got some illegals over them hills. Come on, you drive. You drive, let's go. Drive, get in the back. Heimatschutz, okay. Geh zu den Verdächtigen, ja. Dann machen wir das mal. Die sind ein bisschen crazy drauf. I'm Joe, that there's Joseph. Trevor. Okay, Trevor. Well, it's saying we need to head for the Yellow Jack Inn. Oh, good. They love me in there. I'm definitely getting a strong reading. The Patriot meter predicts undesirables with up to 79% accuracy. Surely this is a sick joke. I mean, I love hanging with freaks, but you two losers cannot be for real. Unfortunately, this is as real as it gets. These people are criminals who threaten our way of life and drive down our property prices. Они думают, что могут приехать сюда в поисках лучшей жизни для себя и своей семьи. Это противоречит Конституции. Come one, come all, I say. This country's got bigger problems to deal with. Well, that's because you've been brainwashed by the secular media. Don't you worry, though, we'll convert you. My brother showed some, well, let's just call it sexual weakness in his younger days. But now he's a happily married man with three children, and he rarely acts out. Well, if you do well in your civil border... So, da sind wir schon da, und dann gucken wir mal, was wir jetzt hier... Well, must be inside. Go see if you can flush him out, Trevor. Is there any place in the world I'd rather be? Oh, der hat auch ein bisschen zu viel getrunken. Einen über den Durst getrunken, der Kollege. Oh Gott. Oh cool, die Bar, oder? Hey, you're banned. Is anyone not banned? Fucking psychopath. Oh, this is pointless. Everyone in here has done something illegal. Ja. Eingeschlossen uns. Na gut, dann gehen wir mal wieder raus. Aber schöne Bar auf jeden Fall. Hier war ich noch nie drin gewesen. Sehr nett. Müssen wir irgendwann nochmal zurückkommen. Und dann mal ein kühles Blondes trinken vielleicht. Was? Müssen wir den verfolgen? Stoppe das Bandauto. Auto der Band oder so. Ich bin da nicht so gut im Auto stoppen in GTA. Ja! Ja, den kriegen wir, das ist kein Problem. Ich muss aber dem Russen ab und zu mal zuhören. Ich kann nämlich kein Russisch und der redet nur Russisch. Und darum muss ich den Untertitel ab und zu mal lesen. Ja. Super. Alter. Ach, könnt fahr doch mal. Warum fahren die denn bitte hier mitten über die Hügel drüber? Nein. Aber die fahren viel zu gut. Dafür, dass hier überall kleine Schlaglöcher sind, beziehungsweise überhaupt gar keine Straßen.
Dafür fährt die KI echt gar nicht so schlecht. Ja, kein Zug, okay. Boah, ich keine Ahnung, was die ganze Zeit da reden, aber es regt mich gerade eher auf, weil ich das sowieso nicht mitkriege und die lenken mich ab von meiner Mission. Könnten die da mal stehen bleiben? Moment, Elektroschocker. Haben wir. Haben wir den ausgewählt? Ah, super. Oh, daneben. Sorry about that, pal. Don't apologize to them. They're the ones breaking the law here. Okay, okay. I do what you say. Cross the line. Oh, very nice, Trevor. Respectful but firm. We can handle it from here. Get in the vehicle. Oh, daneben. Ja, ich wollte noch mal. Beanamar! I go with you! Well, thanks for the help, citizen. America's a little bit safer because of you. Demokratia. Tschö, Heimatschutz, Leute. War sehr lustig mit euch, was auch immer ihr genau macht. Ja, Fremd- und Freaks-Mission halt. Neuer Kontakt, Joe. Bestanden, Heimatschutz. Ach ja, okay. Was, Mariachi-Kiste? Musik aus? Mhm. Ja, keine Ahnung, irgendwie habe ich die Mission gerade nicht so ganz verstanden. Was die hier mit illegale Einwanderer irgendwie, waren ja selber Russen, keine Ahnung. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das denn hier verstanden habt. Und es tut mir leid, wenn wir jetzt noch keine Jagdmission gemacht haben, aber dieser blöde Cletus, der meldet sich einfach nicht. Aber ich verspreche euch, in einer der nächsten Folgen von GTA 5 werden wir dann auf jeden Fall die Fremde und Freaks Mission... Cletus! Hey Trevor, triff mich unten bei der Hütte und wir gehen mal richtiges Wild jagen. Super, das ist genau die Mission. Freiwild nennt die sich. Es gibt nämlich zwei Fremde- und Freaks-Missionen mit Cletus. Einmal Freiwild und davor muss man aber noch Zielübungen abschließen. Die haben wir ja schon gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir endlich mit Cletus die letzte Fremde- und Freaks-Mission Freiwild absolvieren. Und dann in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge werden wir dann auch richtig jagen gehen mit Cletus und natürlich mit dem guten Trevor. Da müssen wir uns auf jeden Fall noch Anziehsachen holen. Es tut mir leid, wenn wir das heute nicht geschafft haben. Aber war auf jeden Fall ganz lustig mit den Hammerschutzleuten hier. Naja, und so ein bisschen den Elektroschocker ausprobieren, mache ich ja auch immer sehr gerne. Naja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal mit GTA 5, euer Trevor. Tschö.